Andrea von Blumen-Marsen dreht aktuelle Ausstellung zusammen mit dem Freddy Lütti von Phone Classics. Genau. Telefon und Blumen, das kann man anscheinend kombinieren. Ja, ist wirklich sehr witzig und interessant. Ich würde euch gerne mal im Showroom sonst zeigen, was wir hier kombiniert haben. Gehen wir schauen. Doch gerade mit. Vielleicht gleich zum Starten. Hier geradeaus seht ihr so ein bisschen den Stil der 20er und 30er Jahre. Ich habe auch noch wunderschöne alte Telefone zum Sehen, hängend oder natürlich auch zum Aufstellen. Meistens schwarz. Ja, das ist dann so die Farbe und natürlich mit Wellscheiben. Gehen die noch? Die gehen noch, es funktioniert also tatsächlich noch. Was war denn floristisch so in? Floristisch war es so, dass man dann wirklich in die Nägelzeit, also einfach wirklich die Nägel und den Asparagus mit den ganz feinen grünen Blättchen, die dann sehr aktuell war. Sie sind jetzt eben für Trauersachen oder auch für Brutsträuße, wie hier zum Beispiel. Das ist also wirklich fast ein Brutstrauß von früher, ein typischer, wo man dann die Nägel sehr hat, braucht, zum Verarbeiten. Ist das wirklich in Blumen 20er, 30er Jahre, das Nägeli? Ja, völlig, mal wirklich. Wo jetzt ja lustigerweise wieder ein bisschen aufkommt, das Nägeli. Genau. Sonst hat es ja so ein bisschen den Ruf oder die Trauerblume. Ja, genau. Aber man kann das auch ganz anders witzig kombinieren heutzutage. Nachher ist die Zeit weitergelaufen. Die Zeit ist weitergelaufen und dann ist dann langsam so klein, sind wir in die 50er Jahre. Rosen. Genau, dort ist es ein bisschen rosa aktuell geworden. Kennt man natürlich, das ist ja bis jetzt eigentlich immer noch etwas, was sehr beliebt ist, zum Schenken. Und das sind auch noch Telefon. Das kenne ich noch. Genau, auch immer noch mit dieser Dreischeibe, die noch jetzt hier funktioniert. Meine Oma hat genau das Modell gehabt. Und wir daheim haben das bis in die 80er Jahre, Wahnsinn. Ja, das ist wirklich witzig. Und dann geht es noch mal weiter zu den 70er Jahren. 70er Jahre sind wirklich näher da, wie man sieht, eben auch Gerbera. Die Zeit der Gerbera war. Da zumal hat man es auch noch so gestützt, wenn man da ein bisschen näher schaut, mit so einem grünen Draht. Ist jetzt, würde ich sagen, bei den meisten Blumengeschäften ein bisschen verpönt. Hat man das Gefühl, die dürfen so schauen und wachsen, wie sie wollen. Also hat man wirklich um jedes Stängel so einen Draht gelegt? Genau, das war da zumal sehr aktuell gewesen. Und einfach so, dass sie richtig schauen, oder was ist der Grund? Ja, oder manchmal senkt sich halt der Gerber auch mal ein bisschen das Köpfchen. Sie sind halt nicht immer alle gleich fröhlich. Und da hat man einfach aber das Gefühl gehabt, man würde das ein bisschen unterstützen bei denen, die nicht so lachen wollen, sozusagen. Und wir haben sie hier aber auch noch ein bisschen moderner kombiniert, eben jetzt mit dem frechen so ein bisschen Bärengras, das wir drum gewickelt haben, kombiniert eben auch mit den Telefonkabeln. Das ist sehr cool, he? Genau. Und das wären auch noch Telefon. Ja, die kenne ich. Modell 70er. Ja, genau. Immer noch Wellscheiben, unglaublich. 70er Jahre. Und er endet eben so 70er Jahre, schon bald, glaube ich, auch Anfang 80er. Sind dann eben dort die Knöpfe gekommen. Ja, die waren dann ohne rare Artikel. Ich glaube, nur Ericsson hätte die machen können. Und sie waren auch teuer, die Tastaturen. Und ja. Lacht man darüber. Ah, jetzt sieht man auch noch das Orange. Orange ist irgendwie so die Farbe von den 70er. Genau, das ist natürlich ganz klar. Orange, beige, braun, so ein das. Ah, da ist so eine Telefonnummer, eine sehr moderne, 07 etwas. Ja, wir können mal hören. Schau jetzt da. Welches ist jetzt das? Ob die noch funktionieren, die Telefone? Ja, da, tatsächlich. Das ist nach so 70er Jahren. Ja, ganz genau. Das kann man auch noch kaufen, glaube ich, das Telefon. Ja, das ist auch noch käuflich. Ihr könnt gerne bei uns vorbeikommen. Und dann können wir da zusammen schauen, wenn es euch interessieren würde. In den 80er Jahren ist alles anders geworden. In den 80er Jahren sieht man auch so hier. Hat man auch ein bisschen versucht, auch hier mal stylische Reformen zu machen. So ein bisschen das Rechteckige. Und natürlich dann auch Knöpfe. Dann eben einfach noch sie kommen. Nicht mehr dreischieben. Man hat auch angefangen, eben so ein bisschen andere Farben zu nehmen. Oder auch Kombinationen von Farben. Und in der Blumenwelt sind dann langsam so ein bisschen die Exoten reingekommen. Man hat versucht, so ein bisschen mit gewissen Sachen mal so ein bisschen etwas anderes zu formen und zu gestalten. So ein bisschen freakig gesehen, die 80er Jahre.
Ja, wie man halt auch bei Musik und bei allem, bei den Kleidern ist ja das auch... Die komischen Frisuren, gell? Genau, komische Frisuren. Das erinnert jetzt tatsächlich extrem an die 80er Jahre. Es hat so immer... die Disco-Musik und so, gell, irgendwie. Geschmacklich immer leicht zweifelhaft, oder? Ja. 80er Jahre. Aber ist ganz anders. Es war noch Poster, gesehen, und dann noch schnell eins anschauen. Hat sie alte Telefonbucheinträge. Der Bracher war, glaube ich, euer Vorgänger, nämlich hier. Ja, genau. Stimmt, Moserstrasse, Schläferstrasse. Und da unten war auch noch unser Blumengeschäft. Ich glaube, 84 sind sie dann eingestiegen, meistens, ja, mit dem Christian Mohr. Ah, noch die kurzen Nummern, lustig. Ja, herzlichen Dank. Ja, bitte, gern geschehen. Und es würde uns sicher sehr freuen, wenn ihr mal vorbeikommt, ganz spontan hier die Ausstellung schauen.